Na, was geht? Willkommen zurück hier zu Diablo 2 Resurrected. Wir sind hier auf dem Damm unterwegs und kloppen uns durch die Horden der Finsternis. Durch die finsteren Horden der Hordlinge. Da sind überall verlassene Reliquienschreine. Das könnte jetzt ganz schnell tödlich ausgehen. Okay. Haben wir Glück gehabt. Ja, einen Bunsenbrenner an. Ich bin überladen. Ein Schlagstab. Okay. Wir müssen schon wieder zurück. Wir müssen die Sachen loswerden. Wir müssen mit Eckart. Mit Eckart quatschen. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Flegel, aber nicht der Flegel, den wir suchen. Plus ein Speerbeherrschung. Tja. Ey, es wäre so cool, wenn man einfach respecken könnte. Jetzt kommt ihr und sagt, man kann doch respecken. Diablo und Baal haben die Tempelstadt inzwischen sicher gefunden. Sie wollen ihren Bruder Mephisto befreien, der von den Horadrim im Wachturm des Tempels eingesperrt wurde. Ihr müsst ihn vor seinen Brüdern finden und verhindern, dass sie den Hass auf die Welt loslassen. Bro, bist du hier der Auftraggeber Nummer 1 oder was geht denn ab bei dir? Zerschmettert die hypnotische Kugel mit Hilfe von Kaladims Willen. Okay. Cool. Das mache ich doch gerne. Okay, da waren wir gerade. Warte mal, jetzt wäre ich beinahe losgegangen, ohne das Zeug hier mitzunehmen. Ja, Life Leech wäre definitiv schon was ich einpacken wollen würde. Ich hab grad so viel Scheiße aufgehoben. Nope.
Das ist auch was für ein Magier, ne? Das Game besteht quasi nur daraus, die ganze Zeit hin und her zu reisen. Schön, euch zu sehen. Es wäre cool, wenn man so einen Eckard Cain sich einfach mitnehmen könnte. Dann kommt ihr und sagt, naja, du hast ja Idefix-Rollen. Ja, I know. Totenbeschwörer ist das. Okay, komplett Sachen aufgehoben, die wir nicht brauchen. Aber gibt uns natürlich auch wieder Geld. Und das brauchen wir ja dringend. Wir sind ja ganz, ganz arme Schweine. Travinkal. Ort des Bösen. Wir sind hier auf so einer höher gelegenen Ebene. Zumindest bekommen wir mal den Eindruck. Ich habe direkt schon auf der Karte. Den Teleport gefunden. Das ist sehr, sehr geil. Wäre cool, wenn Bro wieder hier hochkommen würde. Ich habe rausgefunden, wie wir Tada auch einen Heiltrank geben. Jetzt sind wir safe, Freunde. Alright, wir holen uns als erstes natürlich den Teleport. Kerker des Hasses, Ebene 2. Müssen wir uns mal merken, nicht, dass ich mich da tot suche im Kerker des Hasses. Kennt man ja, Kerker des Hasses. Kennst du einen, kennst du alle. Das ist das Ding mit Kerker des Hasses. Die gleichen sich halt. Kumpel hat sich erst letztens einen bauen lassen. War auch relativ zufrieden mit den Bauarbeitern. Also wenn ihr da mal... Falls ihr Interesse auch an einem Kerker des Hasses habt, sagt Bescheid. Kann da eine ganz gute Firma empfehlen.
So, zack, für Zacker Ruhm. Erstmal die Magier weg. Wir müssen auch aufpassen, also es ist dadurch, dass die eine Quest sich geändert hat, gehe ich fast davon aus, dass der Hohe Rat hier irgendwo rumlatscht. Vielleicht ist der Hohe Rat, halt sich fest, auf einem hohen Ross. Verstehst du? Verstehst du nicht? Komme ich nach runter? Habt ihr diese Drachenköpfe gesehen, die aus dem Boden kamen und so geschossen haben? Überlegt mal, das ist ein Zauberspruch, den es auch in Diablo 1 schon gab. Bye bye, hat er gesagt. Tork Eisfaust. Den Zauberspruch meine ich. Bro. Wird Kalims Flegel mit dem richtigen Zauber behandelt, kann er die hypnotische Kugel zerstören und den wahren Weg zu Mephisto sichtbar machen. Legt ihn in den Horadrim-Würfel und fügt Kalims andere Relikte hinzu, das Auge, das Herz und das Gehirn. Nutzt dann die Verwandlungskraft des Würfels und ihr erhaltet Kalims Willen. Das Gehirn. Guck mal, ist aber gar keine schlechte Waffe, ne? Schaden reduziert. Okay. Eins bis 40 Blitzschaden. Alright. Ja. Thank you.
Okay. Überlegt, nehmen wir das jetzt schon mit? Ich lasse es mal noch da. Wir haben hier nämlich noch ganz schön viel... Ah, scheiße. Vergessen, Dings zu holen. Welch wunderbare Leistung. Ihr habt Kalims Willen erschaffen. Benutzt ihn, um die hypnotische Kugel zu zerstören und den Weg zu Mephisto zu öffnen. Möge das wahre Licht euch auf euren Wegen leiten. Shit, Alter. Ist Mephisto unser erster großer Boss von den... Ich glaube... Stimmt, ey, Diablo war, glaube ich, der zweite. Oder sogar der... Guten Abend. Ja, doch. Okay, Ratsmitglied Nummer 1. Da sind noch welche. Ismael Ugel an. Die dunklen Mächte hier werden das Land nicht mehr vergiften. Okay, hier ist die hypnotische Kugel. Nicht. Unser Kumpel hat schon wieder zerlegt, ne? Das Ding ist, man hat natürlich manchmal so diesen Gedanken, ja, okay, ich muss jetzt hier nicht unbedingt jeden killen. Ja, aber... Es war wichtig, Kurast vom Rat der Zakarum zu befreien. Aber es liegen noch mehr Aufgaben vor euch. Auch die hypnotische Kugel muss zerstört werden. Ich hab's kapiert, die Kugel. Diablo und Baal dürften ihren Bruder Mephisto inzwischen fast gefunden haben. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Man darf nicht vergessen, dass wir auch Level aufsteigen müssen. Feuerschaden. Lobral haben wir noch gar nicht. Doch. Sieht aus, auch aus wie so ein Teufel, ne? Ja, ich hab's mitbekommen. Freunde, ich hab's mitbekommen, ich hab Dings vergessen. Ah, Mann. Guck mal, mit ihr haben wir gar nichts zu tun gehabt, ne?
Guten Tag. Die hat keinen Auftrag für uns gehabt. Sie kann auch keinen mehr haben. Wir haben ja jetzt nur noch die zwei Aufträge. Und das sind ja alle Aufträge, die wir in diesem Akt erfüllen. Hallo. Krass, Mann. Ich bin ein bisschen Hype, Alter. Mephisto. Max Gold. Aber wir können nur 2,5 Millionen Gold haben? Nur? Wie im echten Leben? Nur? Ich finde, das Zeug, was aus Kisten droppt, droppt zu spät aus der Kiste. Kann sein, dass das nur ich bin, der das so findet, aber... Das ist eine Sache, die mich tatsächlich ein bisschen stört. Ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber das erlaube ich mir jetzt einfach. Auch geil wäre, wenn man so Stufen runterspringen kann, einfach. Okay. Es gibt tatsächlich nichts mehr zu erledigen hier. Dann holen wir uns jetzt den Blabla-Willen. Und klatschen das Ding da weg. 100 Pro geht dann hier die Treppe auf. Unmöglich. Der Kerker des Hasses. Finde Mephisto in seinem Kerker. Freunde. Mephisto, oder wie sie ihn seine Freunde nennen, Mephisti. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal, dass wir Champions gesehen haben. Okay. Wir könnten das weiter hoch machen oder wir könnten... Komm, wir machen das erstmal auf 20, damit wir das erledigt haben. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller jetzt gewesen, das andere, damit wir mehr Leben haben. Das wäre deutlich wichtiger gewesen, ne? Einfach hoffen, dass Olle Fisti nicht zu krass zu uns ist. Okay, ich habe mich verlaufen. Ich finde das schwer zu sehen, wo hier eine Tür ist und wo nicht auf der Karte.
Also vergiftet sein ist hier die Hauptdisziplin. Guck mal, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen und bin trotzdem nicht da unten durchgekommen. Bro. Okay. Ich meine, Mephisto wird ja erst auf Stufe 2 sein, oder? Oder? Cool, Freunde. Macht euch keine Sorgen. Ich hab alles kaputt. Abgesaugtes Leben pro Treffer. Und Lebensregeneration. Ja. Weiß ich nicht. Gerade echt so ein Mini-Heiltrank aufgehoben, ne? Jetzt mal hier ein Portal. Und die Musik wird auch episch. Mephisto. Ich weiß gar nicht mehr, gab es da einen richtigen Bossraum oder war der einfach random hier irgendwo? Man macht sich so richtig so ein bisschen Sorgen, Alter, einfach weiterzulaufen.
Okay. Seid gegrüßt. Puh. Abscheu. Sechs bis 22. Ja? Ja, was war das? Abgesaugtes Mana. Das ist alles so Life-Leech und Mana-Leech, was wir jetzt da unten gefunden haben. Ist lustig, mit dem Controller kannst du Heiltränke viel geiler kaufen. Kannst du einfach gedrückt halten und dann macht er den kompletten Gürtel voll. Okay, Freunde. Ey. Wie es hier weitergeht, das seht ihr aber in der nächsten Folge von Diablo 2 Resurrected. Wir sind kurz vor Mephisto und werden den Fisten, also weg, nicht Fist, nicht wie Fisting, sondern wegfisten. Wusstet ihr es? Es gab damals bei He-Man, da gab es ja Falcon und Beastman und wie sie alle hießen. Und da gab es auch einen, der hieß Fistor. Der hat die Leute weggefistet mit seiner großen Fist, Alter. Das nur mal so am Rand. Hinterlass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich hab gespuckt. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bye, bye.